Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hier gibt es heute wieder drei super schöne DIY-Boho-Ideen mit Makramee. Ja, und damit wird gleichermaßen von Video zu Video unser Zuhause hier immer gemütlicher und schöner. Genau, ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß mit dem Video, mit den Ideen, wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Und ja, habe noch eine kleine Ankündigung. Am 15. Juli, das ist ein Freitag, werden wir um 19.30 Uhr das nächste Mal hier auf meinem Kanal live malen. Der Livestream wird öffentlich sein, es kann jeder mitmalen. Und die Vorlage ja, werde ich auch hier veröffentlichen. Die könnt ihr euch dann screenshotten oder auch auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Da werde ich das auch nochmal sagen und die Vorlage auch nochmal in meine Story setzen. Und genau, ich freue mich auf viele, 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 die mitmalen. Es wird ein sehr, sehr schönes Motiv. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Für das erste Teelichtglas brauchen wir ein bisschen Backpapier. Ich habe euch die Maße hier von meinen Stücken aufgeschrieben, die ja, die Größe von meinen drei Stücken, die ich brauche. Das kann natürlich, wenn eure Gläser kleiner oder größer sind, auch variieren, aber so habt ihr schon mal zumindest die Proportion und könnt euch das dann entsprechend einfach noch anpassen. Diese drei Stücke aus dem Backpapier werden, so wie ihr hier im Video seht, gefaltet. Ja, zu so einem Fächer sozusagen. Das sollen so drei schöne Boho-Blätter werden. Und genau, da muss man ein bisschen drauf aufpassen, dass man unten ziemlich gleichmäßig immer am selben Punkt abschließt. Dann kommt so ein schönes Boho-Blatt dabei heraus. Das machen wir mit allen beiden anderen Blättern auch. Und anschließend werden die noch ein bisschen verziert, ein bisschen schöner gemacht. Und zwar braucht ihr dafür am besten ein paar alte Notenblätter, ein paar alte vergilbte Buchseiten. Ich habe hier so ein schönes uraltes Wörterbuch Englisch-Deutsch und das nutze ich immer zum Scrapbooken und für mein Bullet Journal und für Letterings oder was auch immer. Und hier ja, reiße ich mir jetzt einfach so ein paar wahllose Stücke zurecht und klebe die hier auf meine drei Boho-Blätter drauf. Und genau, das sieht, finde ich, mega cool aus. Ich finde das richtig, richtig schön. Das gibt diesem Boho-Blatt, dieser schönen Deko, einfach noch so den letzten Schliff. Und ja, wenn ihr das dann verziert habt damit und aufgeklebt habt, dann müssen die Boho-Blätter nochmal neu gefaltet werden. Und dann brauchen wir als nächstes drei Stiele, entweder von einem Zahnstocher oder von Spießen oder so wie ich hier von solchen Trockenblumen mir unten einfach ein Stück abschneide. Meine selbstgepflückten Trockengräser brauchen wir übrigens für das dritte DIY später noch. Und genau, diese drei kurzen Stiele kleben wir uns jetzt, nachdem wir die Boho-Blätter nochmal gefaltet haben, in der Mitte von hinten an diese Blätter dran. Und da diese Blätter in ein Glas gefüllt mit etwas Sand oder Steinen reinkommt, muss man vorher so ein bisschen gucken, wie lang diese Stiele sein müssen, damit ja, die Stiele im Endeffekt dann in den Steinen oder im Sand verschwinden. Das habe ich mir vorher ein bisschen ausgemessen. Und genau, jetzt kommt hier mein großes Glas und dann brauchen wir noch ein kleineres Glas, was in das große Glas reinpasst. Dann füllt ihr die Steine oder auch den Sand um dieses kleinere Glas drumherum. Und anschließend ja, werden diese Boho-Blätter schön von außen, hätte ich beinahe gesagt, also schön um das kleine Glas drumherum, sodass man unser Scrapbook Vintage gelbe Papier von außen natürlich sehen kann, reingesteckt. Und genau, jetzt kommt von außen mal wieder ein bisschen Makramee dazu. Das könnt ihr variieren und wahllos dran machen, wie ihr möchtet. Ich habe das im unteren Bereich ein paar Reihen breit dran gemacht und habe oben an den Rand
auch noch zusätzlich ein bisschen Makramee dran geklebt. Das kennt ihr auch schon aus meinem letzten Video. Wenn ihr nochmal genau gucken wollt, wie man das macht, könnt ihr auch das letzte Video nochmal anschauen. Hier wird es aber gleich auch nochmal genau gezeigt, wie man sowas macht. Genau, das ist nämlich schon das zweite DIY. Das gibt zwei kleine Kerzengläser, Teelichtgläser und die gestalte ich auch ganz, ganz süß im Boho-Style. Von diesen Gläsern haben wir in dem Wohnzimmerschrank von der Oma meines Mannes ganz viele gefunden. Und ich werde mir, glaube ich, ganz viele schöne verschiedene Boho-Gläser damit noch gestalten. Und dieses Glas hat unten bei mir einen schmaleren Rand als am restlichen Glas, also so wie so ein Sockel. Und den Sockel und das obere Glas beklebe ich jetzt erstmal mit Makramee, umwickel das und anschließend kommen diese süßen kleinen Holzstiele, Eisstiele zum Einsatz. Die gibt es im Bastelgeschäft, online bestimmt auch. Ich habe die bei uns vor Ort im Teddy bekommen, denn da gibt es echt eine Menge toller Sachen und so ein richtig üppiger Packen von diesen schönen kleinen Eisstielchen kostet da nur 1 Euro. Und drei dieser Stiele klebe ich unten an diesen ersten Sockel. Das gibt sozusagen meine Standfüße und die restlichen klebe ich rundherum an die Unterkante vom Glas. Und damit hat man ein richtig schönes Teelichtglas. Ihr seht zum Schluss nochmal alles in Ruhe und könnt es euch angucken. Das dritte DIY ist wieder mit einer größeren Vase. Oder vielmehr sieht das aus wie so ein überdimensionales Cognac-Glas. Und da das innen schon so einen unschönen Rand bekommen hat, den ich auch mit mehreren Versuchen, das abzuwaschen, nicht abbekommen habe, wird jetzt hier auch ein Deko-Glas draus. Und zwar kommen jetzt hier meine gepflückten Trockengräser zum Einsatz. Die schneide ich mir hier auf die Länge, dass sie das Glas abdecken und unten einfach enden, bevor dieses Cognac-Glas seine Wölbung unten beginnt. Wenn ihr ein gerades Glas dafür benutzt, könnt ihr das natürlich auch ein bisschen anders machen oder länger lassen, wie auch immer. Und ich fixiere mir das erst schon mal mit Tesafilm und dann klebe ich auch wieder Makramee drumherum von dem Beginn dieser oberen Ährenblüten bis unten, dass man den Stängel sozusagen nicht mehr sieht. Und hierbei ist mir nicht gelungen, oben diese erste Reihe Makramee 100% gerade zu gestalten. Und hierfür hatte ich dann einfach die Idee, mit einer dickeren Kordel und einer dunklen Kordel das Ganze ein bisschen auszugleichen. Das heißt, da, wo ich ziemlich hoch war, habe ich die Kordel etwas tiefer gesetzt und da, wo ich etwas zu niedrig war, habe ich die Kordel ein bisschen hochgeschoben. Und dann ist auch das hier schon wieder fertig. Das Ganze wird jetzt mit einer Kerze befüllt und drumherum kommt ein bisschen Sand rein und schon habt ihr ein drittes wunderschönes Kerzenglas. Ich habe das Ganze anschließend noch ein bisschen mit Haarspray eingesprüht, damit diese Trockenblumen nicht alle abfallen oder möglichst lange halten. Und jetzt kommt hier einfach nochmal alles im Überblick. Ich habe insgesamt von diesen zwei kleinen, Gläsern zwei gemacht. Einmal ein Glas mit diesen drei Füßen und einmal ohne und habe auch die Anordnung von meinem Makramee ein bisschen unterschiedlich gestaltet und zum Schluss noch mit einer kleinen dünnen Kordel außen ein bisschen Trockenblümchen dran gebunden und ich finde, die sehen so zuckersüß und mega schön aus. Und ja, die Zeit der Gemütlichkeit und der nicht mehr so warmen Tage und die Zeit, in der wir wieder gerne Lichter und Kerzen anmachen, die kommt und da freue ich mich schon besonders drauf. Genau, hier ist das erste Kerzenglas mit unseren Boho-Blättern und das steht bei mir auf einem Sekretär und finde ich, sieht auch wunderschön aus. Und ich hoffe, es hat euch auch heute wieder gefallen, was ich euch gezeigt habe. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration beim Gestalten eurer DIY-Boho-Ideen und sage ciao, bis zum nächsten Video.